Ich grüße euch. Jawohl. Oh, bin ja gar kein Bayer, scheiße. Ich wollte den Livestream von gestern nicht so stehen lassen. Also das war ja eine Katastrophe. Ich nehme euch noch ein paar Rundchen mit. Einfach mal wahllos. Wahllos ist immer ein bisschen schwierig bei mir, weil ich habe schon fast jeden Part wahllos durch. Ich habe ja nicht so viel. Ich bin nicht so ein Sammler. Ich spiele das ja seit 2011. Ja, circa. Ja, ich habe gut die Hälfte meiner Panzer immer abgestoßen. Wenn sie mir nicht liegen, irgendwie nach 400-500 Gefechten, dann verkaufe ich sie meistens. So, was können wir denn heute mal machen? Ein paar Ründchen. Sollen wir mal ein bisschen 140er Objekt fahren? Ich brauche aber Kohle. Aber ich kann nicht da ein Patriot bringen. Menschenskinder. Ihr könnt doch gerne mal reinschreiben in die Kommentare, welchen Panzer ihr gerne sehen wollt. Vielleicht habt ihr irgendwelche Wünsche. Man muss ja auch auf seine Zuschauer eingehen, ab und zu, ne? Bitte aber keine Arti, wenn ich mir auch was wünschen darf. So. Ach komm, scheiß drauf. Öffnungsrunde im Patriot, okay? Wer damit nicht einverstanden ist, sagt bitte jetzt nein. Okay. Also eine Runde im Patriot. Okay, das war der schlechte Witz des Tages. Es ist nur noch durch schlechten Kaffee zu toppen. Moment. Oh. Das gehört dazu bei mir, Jungs und Mädels. So, was haben wir hier? Was? Keine, no, doch ein Jodeljochen. Okay. Keine Arti, da können wir gut Halldown spielen. Okay, auf die Heavys habe ich keinen Bock. Ich fahre den üblichen Move. Ich fahre rüber. Noch links. Bin eine linke Socke, wisst ihr. Und ich werde explizit kein Gold nehmen. Hoppala. Weil ich eben momentan Kohle brauche. Ich habe den 10er Chinesen, den WZ Schlag mich tot 5A, jetzt freigeschalten, also erforscht. Aber wie immer. Moment. Wie immer fehlt mir die Kohle. Ich bin ein armes Schwein. Ich habe nur Standardkonto. Also muss ich Credits machen. Ja. So ist das Leben. Was kommt ja bald, glaube ich, wieder Frontline. Da kann man auch ein bisschen Asche machen. Nee, hat keinen Sinn. Gut, die sind relativ schwach aufgestellt da drüben, das heißt also nicht so aggressiv vor. Der Kong ist aber Gott sei Dank drüben, wenn er die Minimap mal beachtet. Immer ganz wichtig auf Minimap gucken, wo sind die Heavys. Wer kann man Aua machen? Mit wem kann ich kuscheln? Mit wem kann ich zirkeln? Mit wem, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. IS-3 ist auch drüben. Na gut, IS-3. Schatten seiner selbst. Ich spekuliere mal auf die da. Hoffentlich spekulieren die nicht auf mich. Habe ich nämlich gleich einen sitzen hier auf 7. Ah, komm hoch, hopp, komm, 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 komm. Ja. Ach Mensch. Offen, weg. Sonst kriege ich von den TDs. Und der Pantera ist so gut wie tot. Aber was macht der Leiter? Mein guter Patriot. Jo. Macht Kohle, aber er ist echt ein bisschen schwerfällig. Er ist halt ein Heavy. Ah, so ein Hybrid. Man kann ihn auch gut als Mage spielen. Aber er. 35-40 km/h ist halt nicht so viel. Gut, das haut ab. Weißt du was? Ich brauche Money. Ganz, ganz unspektakulär. Wir haben es nämlich schon eigentlich verloren, wenn wir jetzt uns auf den Shootout einlassen. Steht 2 zu 6. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wir verlieren, also werden wir cappen.
keinen Bock drauf. Ich habe kein Gold geschossen, 240 Damage. Ich schätze mal, ein guter Schluck Kaffee zwischendurch. Wunderbar. Ich schätze mal 20.000, 30.000 habe ich gemacht. Ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden. Ach, der Light könnte vielleicht von hinten kommen. Stimmt, ja. Ist der so schnell? Ah, Hallöchen. Holy shit. Immer mal wieder rauszoomen. Ah, das war's. Wir schaffen's nicht. Schade. Ja, das sind halt die Jodeljochen. Sie sind halt auch schnell da. Oh, es wird heiß, Baby. Es wird heiß. Es wird richtig heiß. Ich muss hoch, oder? Ne, ich habe die Cap-Punkte. Setzen wir mal auf Kette, aber das wird nicht mehr viel bringen. Ist aber ein Gemetzel hier. Shit happens. Was ein Gemetzel. Er hat dich geärgert, hä? Oh, wir brennen! Nimm ihn raus, 50er. Holy shit! Ah! Mein Gott, was eine Keilerei! Ich finde es so geil, oder? Okay, wir haben zwar verloren, aber. Das erste Spiel richtig hot. Da ging es aber ab. Guck mal. wisst ihr was? Das war auch Spaß manchmal. Da ist der Patriot halt super geeignet für, ne? Aber es war dann doch zu viel. Hui, aber das ist ein Start heute. Yay, 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 yay. So, schade. Normalerweise hätten wir es durchgekappt, aber ihr habt es ja gesehen. Da kamen die zwei Jodeljochens, glaube ich. Zwei waren es. Die sind halt mal ganz schnell drüber gesprintet. Und machen ein Reset. Aber es war trotzdem relativ knapp, oder? Fandet ihr nicht? Und die S3 habe ich ein bisschen geärgert. Der hat sich dann richtig rumgedreht. Der hat gedacht, Arschloch. Okay. Ja, das ist halt mein Brawler. Das ist der T26. Das ist schon geil. Ach ja. Der macht Spaß im Infight. Jetzt machen wir doch ein bisschen leer. Komm, 140. Puh. Das war intensiv. Ein guter Start. Dann machen wir mal, wie es weitergeht. Ach ja, ich habe ihn da. Puh, da brauche ich ja fast keinen Kaffee mehr gerade nach dem Match gerade. Wichtig ist halt immer in so Infights, das mache ich manchmal auch sehr oft verkehrt noch, wenn ich dann im Stress bin oder jetzt gerade auch ein bisschen zu wenig gemacht, immer mal wieder rauszoomen nach einem Schuss, schauen, wo sind die Low HP, wen kann ich vielleicht shielden, wer ist jetzt in meinem Arsch, muss ich jetzt ein Stück vor und keine Ahnung, einfach mal immer ab und zu den Überblick verschaffen. Und nicht einfach ständig im Zoom-Modus bleiben, weil dann verliert man im Zoom-Modus einfach den Überblick. Aber das sind so Erfahrungssachen, die man macht, aber eben, die man halt dann oft trotzdem doch nicht umsetzt. Das sind halt dann die ganz guten Spieler, die haben das verinnerlicht, ne? Die üben das auch in den ganz guten Clans, die machen da Trainings für. So ist es halt. Aber es macht trotzdem Spaß. Und ab und zu habe ich herausgezoomt, oder? Also so schlecht war es jetzt auch nicht.
Okay, das ist natürlich nicht gut hier in einem Dörfchen. Aber wir können mal eine Kuppe weiter. Nämlich nicht irgendwas. Ja, ich bin ja da, Baby. Ah, komme ich da hoch? Nee. Ist jetzt zu spät. Hi, Jochen. Ich kann da jetzt nicht hochfahren, weil die Stadt ist. Aha, warte mal. Okay, wo der Schuss hinging, erschließt sich mir überhaupt nicht. Dreh ein bisschen den Turm zum Dörfchen. Ich warte mal auf meine Gelegenheit. Das ist aber nicht gut da hinten, das Objekt. Einfach mal abwarten, nicht ungeduldig werden. Mr. Jagdpanzer geht mir auf die Nüsse. Darum exe ich ihn. Der nächste, der mir auf die Nüsse geht. Aber jetzt tut sich was. AMX macht ein bisschen Licht im Dorf, weiß nix. Können wir ein Stückchen vorfahren? Ja. Oh. Ach stimmt, da steht ja da. Da hinten ist ja dieses Teil. Ich stehe gerade auf der offenen Plane, ne? Gar nichts. Hi. Oh Leo, das war ein Fehler. Da vorne fährt man nicht lang. So, die drücken das 430. Ach komm jetzt einmal. Badget ist die höhere. Das ist die schlimmere Gefahr. Ach, das ist doch zum Kotzen. Jetzt hat es mich aber getrollt gerade. Ich muss hier Licht machen für unser Team. Wenn ich jetzt kein Licht mache, haben wir die Flanke verloren. Also. Kurz reicht, nehmen wir mal. Gott, der ist tot. Muss aufpassen auf die Badger, die lebt auch noch. Machen wir ein bisschen Druck in der Hose. Roketto, könntest du mir helfen? Komm, wir nehmen die Badget auseinander. Noch ein 140er waren, das werden wir nicht rankommen. Uff, was für eine blöde Runde. Merci bien, monsieur. Und es ist ein Italiener.
Naja. Gab sogar ein bisschen was. Was ist da? Okay. Nee, den will ich eh nicht. Ach, ich mag's rund nicht. Aber eben, ich musste rüberfahren. Ich meine, wir hätten es auch so gewonnen. Aber in kritischen Matches, wenn es so auf der Kippe steht und du verlierst da drüben dein Licht, können die Hälfte der Panzer oder ein Drittel der Panzer, die in der Mitte stehen, nicht mehr wirken. Also wenn du halt dann der einzige Med bist, der noch lebt. Hoppala. Müssen wir halt ein bisschen, musst du Licht machen. Ne? Sonst ist dein Team im Arsch. Mal ganz vornehm ausgedrückt. Aber wir hätten es auch so gewonnen. Aber gut, hätte, hätte, Fahrradkette. Ich bin trotzdem gut, dass ich rübergefahren bin. So, nächstes Match. Was haben wir hier? Oho. So, der Kong wird in die Mitte fahren, der Jagdtiger wird abschimmeln, die Badget fährt rüber. Habe ich Bock auf Campen? Nee. Ich versuche ein bisschen zu snipern. Ich hoffe, dass sie ein bisschen Licht machen. Ich fahre rechts. Es war ein bisschen heikel mit diesen zwei Arti, aber Gott, das ist mir doch scheißegal. Links ist auch heikel. In die Stadt kann ich nicht fahren. Unser Amazon-Abonnent? Oder was war es? Twitch? Keine Ahnung. So. Wir haben einen Jodeljochen dabei. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Die anderen aber auch. King Tiger, hast du dir das wirklich ganz genau überlegt, alleine in die Mitte zu fahren? Bist du dir da ganz, ganz, ganz sicher? Unser Kong geht auch snipern. Alles klar. Komm, du fährst doch bestimmt links, oder? Na? 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 Nein, doch nicht. Jetzt stehen wir alle hier rum. Ist ja doof. Lemming Train. Weißt du was? Ich hau auch ab. Komm, Borghetto. Mein Bruder, wir gehen. Das ist nichts für uns Italiener. Oder doch? Ah, war da eine schöne Dame? Sollen wir eine Pizza machen? Okay, auf geht's. Bella Italia. Sick. Man merkt, ich kann super Italienisch, ne? Aber wir sind völlig blindlings. Hier, völlig blind, also. Och, wisst ihr was, Leute? Ich hab. Hey, ich hab keinen Bock auf die Scheiße hier. Okay, das Spiel hätten wir eigentlich abhaken können. Na, ich fahr doch rüber. Ja, das hätte ich jetzt gerade eben schon machen lassen, machen müssen. Aber der Progetto hat mich überredet. Schauen wir mal. Komm ein bisschen. Die rennen da in den Tod rechts. Ist da hinten diese kleine Burg da. Das ist schön, wirklich schön, dass wir die haben. Da werde ich da hinfahren.
Ah, der drückt ein bisschen. Kriegt nichts rein. Nicht so aggressiv in deinem Italiener, ne? Hat schon viel Selbstgespräche. Lass ihn peken, lass ihn peken. Okay, jetzt helfen wir ihm. Komm, schieß. Warte auf dich. Du kriegst es in den Arsch geblasen. Mach ich jetzt den Move meines Lebens hier? Wer weiß. Ach Mann, das war meiner, du Blödmann. Komm, bitte. Boah, scheiß Coppola, ey. Da steht der Jagdtiger rechts. Wir werden den T30 supporten, damit wir uns nicht aufsplitten. Oh, was ist denn da? Haben wir noch ein Schüsschen? Ah, oh, shit. Keine Chance. Konk, nicht sterben. Immer so ein bisschen hinter ihm fahren. Ich bin der dritte Jäger. Oh. Hau ab! Aber den kaufe ich mir. Mon Dieu! Habt ihr gesehen? Ich war zu schnell für mein Auto eben. Fuck, fuck, fuck. Und wir fahren dem Dicken wieder hinterher. Wir sind der Supporter, der dich trifft, weil er zu schnell für sein Auto eben ist. Warte mal, mach mal was auf, Baby. Ah, da ist er doch. Ach, komm jetzt. Das war gerade geil, oder? Manchmal geht's mit mir durch. Ich gehe jetzt saufen, es hat alles keinen Sinn mehr. Ach komm, scheiß drauf. Juhu! Egal. Gewonnen ist gewonnen. Ich muss das, glaube ich, erstmal beenden. Ich muss mal was zum Mittagessen. Mein Kaffee ist alle. Ich bin im Unterzucker. Ich bin zu schnell für mein Auto-Aim. Es hat alles keinen Sinn. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. 3 intensive Runden. Die erste toppt aber eigentlich gar nicht bis jetzt. Die erste war geil. Ich mag das so. Egal. Aber eben, das ist so meine Spielauffassung von Progetto. Schauen, wo ergibt sich die Gelegenheit, versucht zu flankieren oder wenn da so ein Dicker vorfährt, fahr ein bisschen hinter ihm her, versuch ein bisschen abzustauben, ihn zu supporten. Du bist jetzt keine Brechstange und bist eigentlich nicht dafür geeignet, so mitten reinzufahren, sondern jo, ich sehe ihn eher ja in der Rolle des Supporters. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und ja, haut rein. Sehr herrliches Wetter heute, zumindest in Süddeutschland. Geht doch mal raus, ein bisschen laufen, ein bisschen frische Luft, nicht nur zocken. Und vielleicht bis heute Abend. Wenn ihr wollt, könnt ihr abonnieren. Und wenn ihr mich voll flamen wollt, dann flamet mich voll. Okay, aber ja, das ist das ganz normale Leben in World of Tanks, würde ich sagen. Ne? Sonntags in World of Tanks. Ich muss mir noch einen Titel überlegen, den habe ich auch schon oft benutzt. Na, jetzt schauen wir mal, das ist ja mein Problem. Okay. Dann haut rein. Bis die Tage. Ciao, ciao.